17 Uhr. Hier ist der österreichische Rundfunk. Die Nachrichten. Sacharows Schwiegertochter heute in Moskau auf offener Straße verschleppt. Breite Solidaritätsfront mit sowjetischen Bürgerrechtlern. Kreisky besucht Länder am Persischen Golf. Österreich will Handelskontakte vertiefen. Neue Einfuhrbestimmungen Jugoslawiens führen zu stundenlangen Wartezeiten an der Grenze. Polnische Kirche will vermitteln. Treffen zwischen Erzbischof. Diese Vanillekipferl riechen. Ja. Erinnert mich an meine Kinderzeit. Und damals habe ich mich schon gegiftet, weil ich nie Vanillekipferl habe essen dürfen, wann die gebacken wurden. Immer erst zu Weihnachten. Ja, bei uns war das auch so. Vanillekipferl, die werden gemacht, viele, viele. Und dann kommen sie in Dosen und dann müssen sie warten bis Weihnachten, weil dann haben sie erst das Richtige, so einen Geschmack. So. Ja. Schöne Schürze haben Sie heute. Gefällt's Ihnen gleich? Ja, sagen Sie, wie viele Schürzen haben Sie eigentlich? Ich weiß nicht, aber ich möchte immer eine 20. Na, sehr hübsch. Damit es nicht so fad wird. Ja, wirklich hübsch sehen Sie aus. Frau Sokol. Ja. Und was würden Sie dazu sagen, wenn wir heute zum Kaffee ein paar Vanillekipferl kriegen würden? Ja. Wissen Sie, schauen Sie, die Leute, die zu uns kommen, die riechen doch auch. Die riechen und dann werden sie ganz gierig und dann kriegen sie ein paar Vanillekipferl. Ja, das habe ich gefürchtet. Aber bitte schön, bitte, ich lass mit mir handeln. Aber nur gegen ein Tauschgeschäft. Tauschgeschäft? Bitte sehr. So, bin sofort einverstanden. Ne Frau, Sie sagen mir dafür, was man tut, wenn der Vergaser brennt. Aha, ja, ich würde sagen löschen. Nein, das kann nicht stimmen, weil da muss noch was sein. Wegen dieser Frage bin ich bei der Prüfung durchgefallen. Also gut, Frau Sokol, ich werde diesem Problem näher treten. Im Austausch gegen die Vanillekipferl. Austausch gegen die Vanillekipferl, gut. Ja. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder es ist eine Mystifikation oder aber es ist eine Tatsache. Wenn das eine Tatsache ist, dann, naja, was tut man dann? Was tut man, wenn der Tommy wirklich eine Freundin hat, die zumindest im Alter noch seine Mutter sein könnte, nicht? Das ist eigentlich gar nicht auszudenken, nicht? Was macht man da wirklich? Schau, es könnte ja auch sein, dass der Bub einer Zierze verfallen ist, nicht? Oder meinst du, soll man da einfach darüber hinweg? Naja, ich glaube nicht. Also stell dir vor, eine Zierze oder er meint gar eine Sirene. Oder ist die Zierze das Ärgere? Ich weiß es nicht, ich kenne mich nicht aus. Man müsste den Odysseus, müsste man fragen. Ja, es gibt eine Möglichkeit, da wäre man sozusagen aus dem Wasser. Wenn es eine, wie nenne ich es, eine Flash, naja, also wie sagt man da eigentlich? Liebelei. Das hast du wieder ganz elegant gelöst. Also gut, was eine Liebelei, das wäre vielleicht noch... Ganz zuerst einmal muss man versuchen herauszukriegen, wie tief eigentlich dieses Gefühl ist. Ja. Und dann außerdem, wer weiß, ob es wahr ist. Wer weiß, ob es wahr ist. Na, du bist gut. Es gibt doch Augenzeugenberichte. Wofür? Na, selbstverständlich, wofür. Der Tommy ist gesehen worden. Also das ist eindeutig, soweit man sich auf die Leute verlassen kann. Aber bitte... Ich glaube schon, dass man das kann. Der Tommy ist gesehen worden in der Prater Hauptallee. Hand in Hand mit einer sehr eleganten Dame. So gesehen worden. Na gut. Sind Rad gefahren. Stell dir das vor, bei dem Wetter. Hm? Du, das hätte ich gern gesehen. Den Tommy erstens Hand in Hand und dann auch noch am Radl. Also du hast wirklich einen Humor. Stell dir vor, Hand in Hand Rad fahren. Vielleicht kann man da einen Stern reißen. Nur für so einen Flirt braucht man dann nicht nur einen Psychologen, sondern auch noch einen guten Orthopäden. Zweiter Augenzeugenbericht. Der Tommy wurde abermals gesichtet. Und zwar, wie er aus einem schicken Lokal herausgekommen ist. Spät nachts. Und wieder in Begleitung der besagten attraktiven Dame und auch noch einer anderen, einer weiteren Dame, wie sich mein
konfident ausgedrückt hat, einer weiteren Dame, ob die auch attraktiv war, das konnte er mir nicht sagen, so genau hat er das nicht gesehen. Eindeutig hat er festgestellt, dass die drei unerhört vergnügt waren. Also bitte, das ist immerhin erfreulich, würde ich sagen. Ne? Wirklich, das ist wirklich sehr erfreulich. Ich weiß gar nicht, was du hast. Schließlich und endlich, es gibt so viele junge Mädchen, die schwärmen für ältere Herren, so angegraute Schläfen, elegant und so weiter. Warum soll ein junger Mann sich nicht für eine, wie du sagst, sehr attraktive, etwas reifere Dame entscheiden? Das ist doch eigentlich ganz normal. Ja. Denk einmal daran früher. Wie man noch so Prinzen und so weiter gehabt. Und dann die Erzieher der Prinzen haben sich sogar darum bemüht, den jungen Mann mit einer reifen Frau zusammenzubringen, damit er ein bisschen was lernt. Na ja, gut, du vergisst nur, der Tommy ist kein Prinz. Aber vielleicht ist das nicht ausschlaggebend, nicht? Also ich kann dazu auch nicht Stellung nehmen, ich habe sowas ja nie erlebt, leider. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Elfi ähnlich reagieren würde wie du, Papa. Hm? Hand aufs Herz, nicht? Ja. Das kann niemand wissen, wie die Elfi reagiert. Da muss man sehr vorsichtig taktieren. Ja, also ich weiß es nicht. Vielleicht verschweigt man ja das überhaupt. Aber eines glaube ich, man sollte mit dem Buben darüber reden. Ne? Sollte man doch. Ich störe sehr gerne, weil ich kann das nicht leiden, wenn ihr mich von etwas Wichtigem ausschließt. Ich habe gar nicht so wichtig. Ja. Setz sie doch ein bisschen nieder. Ja. Oh, entschuldige. So, also so, sage ich euch gleich, sollte es sich um ein Weihnachtsgeschenk handeln, dann ist das ganz bestimmt zu teuer. Ich meine, bezogen auf die Länge eures Gespräches. Und außerdem muss ich ganz dringend wissen, was man macht, wenn ein Vergaser brennt, weil im Austausch dafür kriege ich Vanillekipferl. Was? Ja. Also deine Rede, liebe Hila, ist sehr dunkel. Die ist so dunkel wie einmal in Forte de Mami in Italien, also bei Wirtshaus vorbeigegangen bin, da haben sie eine Aufschrift draußen gehabt, die Küche ist hauslich gestreichelt. Was? Bist du sicher, dass das so ist? Da muss es sehr dunkel gewesen sein, was du da gelesen hast. Ne? Hauslich? Ah ja, ich weiß schon. Angestrichen? Ja, die Fassade war neu. Ja, das habe ich auch geglaubt, dass das bedeutet. Nein? Aber weit gefällt, ich habe dann den Meister, der das auf Deutsch so herrlich übersetzt hat, getroffen. Gemeint war eine gepflegte Küche mit Hausmannskost. Ist das wahr? Ja. Also mir gefällt's, ich merke mir das. Ja. Und ich werde auch unsere Küche eine hauslich gestreichelte Küche nennen. Vorausgesetzt, dass die Sokol es erlaubt. Ja, aber bitte, das ist ja noch gar nichts, wie wir vor ein paar Jahren in der Camargue waren, nicht? Wie man in Saint-Marie de la Mer, in dem Turm von der wunderbaren Wehrkirche, die die dort haben. Warst du schon mal in der Camargue? Nein, leider noch nicht. Na, das solltest du nachholen, solange es dort noch so schön ist. Es gehen noch Flamingos herum. So, naja, wir waren schon lange nicht dort. Naja, also, bitte sehr. Und da sind wir also auf diesen Turm hinauf. Und der hat eine sehr enge Wendeltreppe, sodass man immer nur in einer Richtung, also ein Trupp kann hinauf, da muss er warten, dann gehen die anderen wieder runter. Aber als wir dann oben wieder heruntergehen wollten, haben wir also gesehen, es ist eine Ampel da, so mit Grün und Rot. Mhm. Und das stand aber nun auch ein Text dabei, und zwar in mehrere Sprachen, darunter auch angeblich in Deutsch. Der deutsche Text hieß angeblich Ehrfurcht für der Feuer. Ehrfurcht für der Feuer. Ehrfurcht für der Feuer sollte, wie ich mir da ausgerechnet habe, heißen Achtung auf das Lichtsignal. Also darauf wäre ich nicht gegangen. Ja. Aber apropos Feuer, sag mal, Vergaserbrand, da wird es allmählich Zeit. Ja? Nein, aber nicht, das ist ja nicht mein Vergaser. Nein, das Sokol, ihr Vergaser, wenn der brennen würde. Ja, wenn der brennen würde. Na, ja. Was macht man da? Na, löschen. Nein, Kinder, das habe ich ihr auch gesagt. Das hat sie bei der Prüfung auch gesagt und deshalb ist sie durchgeflogen. Na gut, aber bitte ich, da soll doch die Sokol, die hat doch so ein Buch, wo sie immer lernt. Ja. Da soll sie nachschauen. Hinten müssen doch die Antworten auf die Fragen drinnen stehen. Du hast eigentlich recht, versteht es, dass sie da nicht selber drauf gekommen ist auf die Idee. Halt nicht geschaut. Das ist doch ganz selbstverständlich, dass sie einfach nur die Antworten. Grüß Gott, Frau, ich hab gleich Sperren gehört. Also, sag Ihnen, Ihre Vanillekipferl, die riechen bis ins Stiegenhaus. Ganz mal richtig, es läuft einem direkt das Wasser im Mund zusammen. Überhaupt läuft. Bitte, Frau Elfi, ich hab eine Frage. Was tun Sie, wenn der Vergaser brennt? Löschen. Durchgefallen. Treten Sie in 14 Tagen wieder an.
Für du bist ja ein Krampus. Ja, bitte, jeder sein eigener Krampus. Einmalig, fabelhaft. Ja. Was sagst du dem Wetter? Jetzt fängt es wieder leicht zu schneien. Ja, schlimm. Fängt es an zu schneien? Ja, ich habe noch gar nicht rausgeschaut. Nein, Sie haben es ja eigentlich angesagt. Scheint stimmt. zu stimmen. Ja, ja. Ah, also ich möchte wissen, ob es anderen Leuten auch so geht. Nein, aber sicher. Du sag nicht, dass das bei dir wieder angefangen hat. Ganze Woche habe ich gekämpft mit der Migräne. Um Gottes Willen. Jetzt bin ich jetzt langsam bin ich jetzt wieder auf der Welt. Elfe, wie schrecklich. Ob sie du. Da einmal was finden, weißt du? Ich sag dir, das Furchtbare ist, dass wir bei den meisten Frauen, die Männern sagen, die hysterischen Weiber, die Kopfweh. Ja, weil sie so keine Ahnung haben, was eine Migräne ist. Und die sagen, sie haben Migräne, weil sie Kopfweh haben, die wissen auch nicht, was eine Migräne ist. Schrecklich. Sag, du Arme, aber geht's jetzt ein bisschen besser? Ja, jetzt geht's wieder. Elfie, darf ich fragen, ist das für mich? Das hier? Ja. Jö. Aber dazu. Danke. Aber wenn du willst, dass jemand aus unserer Familie heiratet, dann leg sie in ein bisschen lauwarmes Wasser. Weißt? Mach ich. Man kann nie wissen. Du, etwas, was mich die ganze Zeit an dir fasziniert. Ja, Elfie. Gummihandschuhe habe ich bei dir noch nie gesehen. Was ist, was machst du? Na, Schuh geputzt habe ich. Bitte? Schuh geputzt. Moment, sag das nochmal. Ich habe dem Franz seine Schuh geputzt. Also und zwar war das außerdem, ich meine, das muss ja auch mal sein, aber es war ein Test. Es war ein Test. Ich habe doch überall werde lesen, immerfort, dass wenn eine Frau ihrem Mann die Schuhe putzt, dass das demütigend ist, dass das Unlustgefühle erzeugt und dass sich sogar aufrührerische Gefühle einstellen, die einen mobilisieren. Und jetzt warte ich auf alle diese Gefühle und sie stellen sich nicht und nicht ein. Das ist alles falsch. Das ist falsch, was du machst. Wieso? Du kannst doch nicht auf deine Gefühle warten. Ja? Du musst die Gefühle haben, die du vorher gelesen hast, dass du sie haben musst. Aha, ja. So wie wenn du in eine Premiere gehst, wenn du ins Theater gehst. Du musst am nächsten Tag die Zeitung aufmachen, dann musst du lesen, ob es dir gestern gefallen hat. Ja, denkst du, gell? Wir zwei sind anders. Nein, wir machen uns unser eigenes Urteil, gell? Wo ist denn der Franz? Der Franz, der sitzt drinnen mit deinem Ehemann. Ah ja. Und die reden über irgendein Geheimnis, also ich weiß es nicht. Denn wenn man reinkommt, verstummen sie. Ich glaube, das ist wegen irgendwelchen Weihnachtsgeschenken. Jetzt bete ich nur zum lieben Gott, der Franz soll nicht vor lauter Schutzgeist, den er immer hat, dass er mir nicht irgendwas Warmes, Nützliches und furchtbar Hässliches kauft. Ich kann es dann so schwer umtauschen. Warme Sachen sind immer gefährlich. Aber mir ist das ganz recht, dass die zwei uns ein bisschen allein lassen. Ich möchte was zeigen. Ah! Ein Heft vom Tommy, ja? Ja. Bitte, schau dir mal die Schrift an. Warte, ich habe im Moment keine Brille, aber so sehe ich. Was würdest du sagen, wenn du diese Schrift siehst? Schandbar, schlampert, durcheinander. Nervös. Ja, eine Schande. Schon sehr zerfahren. Zerfahren, na ja. Gut, das ist ein Heft von ungefähr vor 2 Monaten, ja? Ja. So, jetzt habe ich etwas gefunden, das er heute geschrieben hat. Bitte. Ist nicht wahr. Das ist ja ganz ordentlich, ganz locker. Ausgeglichen, würde ich sagen. Schön. So. Das gibt's in 2 Monaten, sich so zu ändern. Was ist los? So, also das war's. Jetzt kommt die nächste Sache. Na? Man hat in der letzten Zeit den Tommy sehr oft mit einer Frau gesehen. Ah, na geh. Nun macht ja nichts. Es ist ja ganz natürlich. Es wäre natürlich, aber ich meine, so ganz natürlich ist es nicht. Es ist eine etwas älter, also nicht älter, aber eine etwas reifere Frau. Aha. Naja, also hoffentlich ist sie kein Luder, weil sonst tut sie ihn schlecht beeinflussen. Aber wenn sie eine Candida ist, kennst du Candida von Shaw? Ein herrliches Stück. Wäre Rolle für dich. Hätte ich gern gespielt, bin ich leider nie dazu gekommen, weil ich war damals noch zu jung. Und weißt du, die hat einen Einfluss auf den jungen Mann. Oh. Naja, das wäre herrlich. Ich habe auch das Gefühl, das muss irgendein besonderer Mensch sein. Die muss, vielleicht ist sie sehr intelligent, hat einen guten Einfluss auf den Tommy, also an der Schrift lese ich das direkt heraus. Wäre ja alles in Ordnung. Und weißt du, ich bin nicht ein Mensch. Ich meine, man darf sich ja überhaupt nicht in die Angelegenheiten anderer hineinmischen. Wenn es für den Tommy gut ist, dann ist es das Einzige, was mich nur sehr bedrückt, ist eigentlich der Ernst. Warum? Stell dir vor, er ist ja der sehr
konservative Sohn seines konservativen Vaters. Ja. Entschuldige, aber das ist... Ja, ich weiß schon, er hat ja recht. Also. Ich möchte nicht, dass er da irgendetwas vielleicht kaputt machen könnte. Mhm. Naja, also... Weißt du, es ist die erste Liebe. Das, was einen Menschen für sein Leben prägt. Ja, das ist schon wahr. Aber weißt du, wenn ich an mich zurückdenke, ich war eigentlich ununterbrochen verliebt, immer in einen anderen. Und ich könnte nicht sagen, wer mich geprägt hat. Weißt du das? Also ich war auch ununterbrochen verliebt. Nein, naja, ich weiß nicht, bei uns, wir reagieren einfach anders, als es in den Büchern steht, Herrschaftszeiten. Jetzt fange ich mich schon an zu genieren. Glaub mir, Hila, das macht nichts. Na? Also mir ist jetzt nur das Wichtige, dass der Ernst nicht falsch reagiert. Also gut, ja. Papa, gut, 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 wir verstehen uns, wir sind im Klaren. Aber wie bringen wir das der Elfi bei? Sag mir das, wenn die hört, der Tommy hat einen Mutterkomplex. Die bricht ja zusammen. Die fällt wieder in Depressionen, weil sie sich einbildet, sie hat ihn falsch erzogen. Und das halte ich eigentlich wirklich nicht mehr aus. Also wäre dir lieber, der Tommy hätte einen Vaterkomplex, das sei doch gerecht. Der Tommy einen Vaterkomplex, ja. Na, das wäre ja noch komplizierter. Mir genügt schon, dass die Niki einen Vaterkomplex hat, die Arme. Du mit der Niki, ja? Ich glaube, das ist bloß auf Schwärmerei, wie man heute so für ältere Herren schwärmt. Aber ja, mal überlegt, das wäre ganz lustig, wenn da wirklich was Ernstes draus wird, weil da müsste ja dann der Herr von Amberg müsste dann zur Elfi Mama sagen und zu dir Papa. Aber noch lustiger wäre es ja mit der Hilla, denn die Hilla hätte plötzlich einen Enkel und dieser Enkel, der wäre älter als ihr Sohn. Was sagst du jetzt? Na, du hast deinen Humor, aber pass auf, das werde ich jetzt gleich einmal durchrechnen. Ja. Das ist ja wirklich makaber, was du da machst. Also, wie war das? Älter? Was? Ja, hallo, Mädchen. Ach so, gut. Schauen Sie sich meine Hände an. Na ja, sehr klar. Also, die Herzlinie ist ungeheuer rasant. Nein, ich meine ja die Nägel. Schauen Sie sich meine Nägel an. Na ja, was sagt... Mit den Nägeln, wenn da so Querregeln sind, da hat man was an die Nieren, da muss man durchspülen. Ich meine, ein Tee oder ein Gespritz. Ich brauche einen Nagellack, dringend. Ich meine, unten ist keiner. Das heißt, ja, es ist schon einer, aber mit dem hat offenbar meine Mutter ihre Bilder gemalt, weil er ist komplett eingetrocknet. Wow. Und ich gehe nämlich heute mit dem Mann meiner Träume in die Oper. Der Mann der Träume? Ja, in die Oper. Aber mit den Nägeln? Naja, aber, naja, gut, das sind wirklich nicht schön, was tun wir? Passen Sie auf. Sie schleichen sich jetzt ins Bad. Schleimen ins Bad? Dort hat nämlich die Oma einen hübschen Lack. Hübschen Lack. Mit dem schleichen Sie sich wieder zurück. Schleimen zurück? Und ich lackiere Sie hier. Sie haben leicht reden, da müssen Sie mir aber eine Damenkappe dazu liefern. Die ganzen Zimmern sitzen voller Familie. Wie sollten das machen? Oh, das ist blöd. Ich hab nämlich auch gar keine Lust, jetzt lang zu erklären, wo ich mit wem hingehe. Hm. Was macht man? Ich weiß was. Ich habe mir einmal eine Creme gegen Stirnfalten gekauft. Und der hat den nicht genützt. Nein. Ja, darum dreht der Haar da so ein. Aber die haben mir als Warnprobe so einen sehr scheußlichen Nagellack dazugegeben. Ich verwende ihn immer, wenn bei den Strümpfen Maschen rennt, dann stopp ich es ab. Rot? Furchtbar rot. Aber beim elektrischen Licht kann es sein, das geht. Ich bin in der Küche gekommen. Gut. Sie sind ein Engel. Sie haben ja ein Glück, dass ich überhaupt da bin, weil mein Engel, der hat ja wohl heute wandern gehen, aber dann ist ihm der Sport, das Warten drauf, ist ihm dazwischen gekommen. Na, da bin ich heute halt gekommen. So, ja, das sind wir. Das ist aber lieb von euch, dass ihr euch daran erinnert, dass ihr noch Ehefrauen habt. Mhm. Ernsti, kannst du dich noch erinnern? Ah ja, so dunkel. Naja, also das Problem mit dem Ernst, das ist inzwischen gelöst. Ja. So, dann könnten wir uns doch eigentlich dem Kaffee und den Vanillekipferln widmen. Das ist ja. Ja? Frau Sokol! Ja, bitte? Frau Sokol, bitte den Kaffee und bitte die Vanillekipferln. Ja. Ja, aber also, bitte, das ist was Eigenartiges. Ha? Mit den Vanillekipferl, das ist ein Phänomen. Wieso? Ich kann Vanillekipferl überhaupt nicht leiden. Und wie es Weihnachten wird, bin ich direkt gierig danach. Gott sei Dank. Gern die Vanillekipferl, aber bitte, mir hat noch immer keiner gesagt, was ich mit dem Vergaser machen soll. Oh ja, ich habe einen Einfall. Ja?
Ja? Ja, wissen Sie, schauen Sie in Ihrem Lehrbuch hinten, auf die hinteren Seiten, da stehen nämlich alle Antworten drauf. Ja. Also, Gnefrau, die Idee hätte ich auch schon gehabt, aber das war hinten so eingeheftet und dabei habe ich es leider verloren. Ach so. Also, Frau Sokol, wir versprechen Ihnen, wir werden uns jetzt alle den Kopf zerbrechen über Ihren Vergaser. Ja, das aber ist bitte die Vanillekipferl. Die Vanille, aber es ist wirklich fein. Nur eins muss ich schon sagen. Ja. Sie alle, Sie dürften ja überhaupt nicht Auto fahren. Eigentlich hat sie recht. Was sind wir? Ja, Tommy, grüße dich. Bitte komm weiter, Lotte. Grüß Gott. Das ist die Frau Sokol, liebe Lotte. Die bei ihr kann man lachen, fluchen, essen und Aufgaben machen. Und sogar Nägel lackieren. Der riecht aber gut. Vanillekipferl, nicht? Ja, ja, ja. Immer zu Weihnachten. Aber wie ich das Ganze sehe, die werden den heutigen Tag nicht überleben. Ja. Sein Geruch, der erinnert mich immer an meine Kindheit. Hm? Ja, sie auch. Ja. Mich auch. Ja. So, aber jetzt möchte ich dich meinen Großeltern vorstellen. Und wenn wir Glück haben, sind meine Eltern auch da. Du hast Glück. Na, sie sind da. Das ist mir doch ein bisschen peinlich. Schau, ich überfahre nicht gern Leute. Wir hätten anrufen sollen. Ja, wir haben doch probiert. Wenn niemand zu Hause ist, also wenn niemand besetzt ist, geht doch nicht, ne? Also, sei nicht kleinkariert, komm. Also meinetwegen, auf deine Verantwortung, du dummer Bub, du. Da ist es. Ja. Sie ist kleinkariert und er ist ein dummer Bub. Also, wenn die Leute sich so abmachen, da ist allerweil was dahinter. Bitte vielmals um Entschuldigung. Ja, das ist meine Großmutter, meine Mutter, mein Vater und mein Großvater. Jetzt kennst du alle. Ja, guten Tag allerseits. Guten Tag. Also, ich wollte diesen Überfall nicht. Nein, nein, sie wollte zuerst anrufen und anfragen. Aber ich bin schuld, wirklich nur ich. Ein netter Satz aus dem Sohne meines Mundes. Er hat umgekehrt aus dem Munde meines Sohnes, weißt du? Ach so. Ja, ja, ja. Bis ganz lieb. Bitte, Sie dürfen mir nicht böse sein. Der Tommy hat mich herverschleppt. Ja, aber jetzt bitte ich um eins. Zuerst einmal nehmen Sie Platz. Ja, sonst tragen Sie uns den Schlaf aus dem Haus, wie man bei mir daheim gesagt hat. Bei uns auch. Keinen Satz. Ja, und sie ist die Lotte. Ich meine, du bist mir nicht böse, wenn ich einfach sage, du bist die Lotte. Aber natürlich nicht. Aber was werden Sie von mir denken? Ich schneide herein an einem Samstagnachmittag. Es ist mir schon ein bisschen peinlich. Wir denken nur das Allerbeste. Wir finden das reizend, wenn wir am Samstagnachmittag Gäste haben. Und außerdem, der Tommy hat sie gebracht. Sehr nett von ihm und ich finde sie reizend. Danke. Wir sind nämlich eine altmodische Familie. Fast wie die Sizilianer. So? Ja, der Clan muss erst schnuppern. Also ganz richtig, Tommy. Bitte, bitte, ich habe schon geschnuppert und ich muss sagen, schnuppere ein exquisites französisches Parfum. Ja. Habe ich recht? Natürlich, haben Sie recht. Schauen Sie, ich sehe zwar schlecht, aber ich höre ganz gut und schnuppern tue ich erstklassig. Aha. Ja, das nennt man, glaube ich, Kompensation, nicht? Ja, 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 genau. Gnädigste sind, höre ich, ambitionierte Radfahrerin, ja? Radfahrerin? Mhm. Wieso? Ach so! Ah, Sie haben mich wahrscheinlich im Prater fahren gesehen, nicht? Ja, wir haben gehört. Naja, ich kann es eigentlich gar nicht. Aber der Tommy hat mich dazu überredet. Er hat gesagt, das ist ganz einfach und ich soll es einmal probieren und er wird mir es zeigen. Naja, es hat mir auch Spaß gemacht. Ja. Aber dann in den Straßen, wenn so die Autos an einem vorbeizischen, da habe ich mich schon ein bisschen geschwächt. Man sollte das halt in seiner Jugend lernen, nicht? Ach, wissen Sie, das ist alles relativ. Ich meine, was heißt das? Wann hört man eigentlich auf, jung zu sein und wann wird man denn plötzlich älter? Das ist nicht nur das biologische Alter, der Taufschein ist wurscht. Genau, ja, den kann man zerreißen. Aber du, liebe Lotte, du wirst nie alt sein oder werden. Du wirst immer so bleiben. Ja, du bist sehr galant, auch wenn es nicht stimmt. Ja, aber schon, ich bin auf dem falschen Dampfer, der Tommy galant. Ja. Das hat immer schon Ansätze dazu gehabt. Danke, ergeben's doch. Das stimmt, das stimmt. Ja. Er hat ja noch was Beachtliches. Ja. Man soll es ja gar nicht vor ihm sagen, aber er hat so gute, warme Hände. Ja. Das ist nichts Schlimmeres, als wenn einem jemand die Hand gibt, wie ein toter Fisch. Bitte, eine Frage. Da wird der Kaffee. Ach, ja. Bitte schön. Da ist die Milch dazu. Entschuldigen Sie. Ja. So. Und bitte.
Wir sind die frischen Vanillekipferl. Danke. Schön. Vielmals. Obwohl dir immer noch kein Mensch gesagt hat, was ich tue, wenn ein Vergaser brennt. Löschen. Liebe Frau Sokol, ich verspreche Ihnen ganz bestimmt, dass ich bis am Abend draufkomme, wie man es macht, dass ein Vergaser brennt. Hm? Es macht ja nichts, ne Frau. Nur die Frage ist umgekehrt. Was tue ich dagegen? Ach so, ja, natürlich. Mein Gott, aus lauter Gutwilligkeit zünde ich jetzt schon gleich das ganze Auto an. Das ist ja furchtbar. Ich würde sagen, löschen. Ja, ja. Nein. Wegen der Frage, wegen der Antwort eigentlich ist die Sokol schon einmal bei der Prüfung durch. Ja, aber Kinder, überlegt's doch einmal. Das ist doch ein wahres Glück. Stellt euch vor, die Sokol, dieser Schussel, nicht wahr? Also, wenn die wirklich einmal Auto fährt, da traue ich mich gar nicht mehr auf die Gassen. Wer vor jedem Auto geschwind wegspringen, weil ich immer glaube, die Sokol ist es. Aber geht, bis dorthin haben wir mindestens noch ein Jahr Zeit. Ja. Und bis dorthin wollen wir unser Leben genießen. Ja. Und den Kaffee und die Vanillekipferl. So, jetzt. Darf so ich den Adventkranz anziehen? Aber das selbstverständlich. Ist heute Samstag, aber das ist so gemütlich. Aber selbstverständlich. Oh, bitte sehr. So, Kaffee und Vanillekipferl macht die Sokol nämlich ganz wunderbar. Komm her, Franz, ich helfe dir. Ja. So. Ist alles in Ordnung? Ja, Vanillekipferl, wunderbar. Ja. So. Danke, Christian. Komm her, Tommy, dann nimmst du es selber, gell? Mhm. Und du? So, es hat geklingelt. Na ja. Ah, ja, so. Erwarten Sie Gäste? Ja, eigentlich. Hey Gott, hier legt sich jeder auf die Klinge und schläft drauf ein. Das ist aber wirklich keine Karte. Geliebte Dame, das denke ich und ich brauche es. Ich begrüße Sie auf das Herzlichste. Ihr habt da draußen was gehört. Haben Sie jetzt vielleicht geschimpft? Naja, ich schimpf voller Wörter, aber ich mein's ja nicht. Nein, Sie sind wie ich. Ich schimpf auch so gern. Können Sie mir diesen Moment halten? Ja, aber Herr Guter, ja. Sie schimpfen halt viel hübscher als ich. Ich höre Sie gern schimpfen, muss ich ehrlich Danke, zugeben. Danke, das freut mich aber sehr. Was haben Sie denn heute mitgebracht? Ein Händel oder ein Gräs oder ein grünen Salat? Da hier sind lauter kleine Teufelchen aus Schokolade. Eine natürlich extra für Sie. Hier, bitteschön. Ich danke Ihnen schön, darf ich den gleich essen? Natürlich, ausgezeichnet, wenn Sie ihn gleich essen. Sie sind ja, genau genommen sind das ja Nachbildungen von Dämonen. Und Dämonen müssen vertilgt werden, nicht? Jesus, da fällt mir was ein. Was, Herr Guido, Sie sind zwar kein Autofahrer, aber vielleicht könnten Sie mir helfen. Ja? Was tue ich, wenn ein Vergaser brennt? Schwierige Frage. Moment, lass mich. Was tue ich, wenn ein Vergaser brennt? Lass uns mir nachdenken. Was tut man? Ja, also warten Sie mal. Ich sitze im Wagen, nicht? Ja? Und es stinkt. Ja. Naja, und ich registriere, es brennt. Jetzt weiß ich aber noch nicht, wer oder was brennt. Ja. Muss ich ja nicht ausgerechnet der Versager sein, Vergaser sein. Also, bitte, muss ich es ergründen? Nicht wahr? Ergründen ist gut, dass mir das nicht eingefallen ist. Man will nicht unterbrechen. Also, ich stelle also fest, es brennt. Was mache ich? Erstens, ich verringere meine Geschwindigkeit und fahre an den nächsten Randstein. Zweitens, ich werfe meine Mitfahrer aus dem Wagen hinaus. Drittens, ich werfe mich selber in einen Graben, in den nächsten Graben, denn es könnte ja etwas explodieren. Ne? Herrgott, wenn ich das gewusst hätte. Jetzt weiß ich, warum ich durchgefallen bin. Ich habe nicht daran gedacht, stehen bleiben, die Mitfahrer in den Graben werfen und so weiter. Sich selber in den Graben? Natürlich, dazu. Dazu. Nur, dann wäre ich ja nie durchgefallen. Ich danke Aber Ihnen ich bitte. Sehr. Ich bin Ihnen immer sehr gern dienlich. Immer sehr gern dienlich. Wirklich großartig. Für Sie mache ich jetzt ein Blech allein lauter Vanillekipferl. Ja, nur für Sie allein. Da haben wir ein ganzes Blech. Ja. Ach, mit echter, mit der Stangenvanille aus Madagaskar. Ja, ja, und das in der Dose aufheben. Auch, damit der Geruch drin bleibt, die Vanille. Damit Sie sich versteht. Danke vielmals. Aber ich weiß nicht, ich riech's direkt schon im Geist, die Vanille. Auf Wiedersehen, Papa. Verputzen Sie sich nicht. Achtung, die Teufel bleiben einem gern im Hals stecken. Aber. Servus, Papa. So, die Nägel sind trocken. Aber der Lack hat wirklich eine infernalische Farbe. Zeig's her. Ich hätte jetzt gern, dass die Luft rein ist, weil, damit ich verduften kann. Zeig's her, ist aber wirklich fürchterlich. Na, ist ja Krampus. Ich geh mal nachschauen, ob die Luft rein ist. Jetzt ist nämlich der Guido gekommen und der tut ja erst begrüßen. Da dauert's ja. Ach, gut. Es geht, kommt's. Und viel Vergnügen. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. So,
Kopf oder verloren, ob er den Geist hat oder noch. Nein, ich danke vielmals. Gnädigste. Ich freue mich, Sie zu sehen, Gnädigste. Darf ich sagen, Gnädigste sind so fein, so zart, so hauchzart wie ein Schmetterling. Ich weiß nicht. Sind Sie ein Zitronenfalter? Lassen Sie mich nachschauen, oder sind Sie vielleicht ein Admiral? Ich glaube, Sie sind mein Admiral. Ja, mein Gott, nein. Ich werde hier mit Komplimenten überschüttet. Nein, nein, nein. Das war nicht wirklich in unserer Familie. Nein, und ein Jahr ist ja viel zu lang. Sie wollen sich das ein Jahr, Sie meinen, für ein Jahr genug? Nein. Darf ich etwas fragen? Sie haben auch den Spätherbst. Haben Sie den so gern, wenn keine Blätter mehr auf den Bäumen sind, wenn der Nebel durch das Tal streicht, sozusagen, kreucht durch das. Ja, ich weiß nicht, ist das von Rilke oder ist das von mir? Na, okay. Ist ja wurscht. Jedenfalls, man sitzt am Ofen, nette Gespräche, fein, was? Guido, ja. Du, ich werde ganz vergessen, um Gottes Willen. Du wirst ja dringend am Telefon verlangen. Ich am Telefon? Ich habe ja gar nichts geläutet. Ja, es hat schon geläutet vorher, dringend. Nicht wahr? Ja, ja, schon ja, länger, du länger her. Ich komme, ich eile. Ja, 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 ich weiß, eile am Telefon. Dringend, okay. Ja, ja, wirklich. Wer ist er? Wieso, der Hörer liegt da auf der Korbe? Du willst mit pflanzen? Bis zum April ist noch Zeit. Nimm Platz. Mir ist nichts Gescheiteres eingefallen um dich. Ich muss mit dir allein reden. Allein? Du brauchst einen Rat. Ich weiß, heute will jeder einen Rat von mir. Los, schieß los. Nein, ich brauche keinen Rat von dir. Du klopfst dir nur auf die Schulter. Weißt, das du, mache ich gern. Braver Guido. Ja, ja, Guido, du bist Ende brav. Weg von der Frau Lotte. Ende weg von welcher Lotte? Von der Dame. Die heißt Lotte, da danke ja, ich dir. Ja, wieso ja, Hände weg? Ich hab's ja noch gar nicht angefasst. Ja, ja, nicht mit den Händen, aber verbal hast du schon begonnen. Ja. Nicht? Weil kennst du dieses da mit Zitronenfalter und Admiral und die Herbstnebel, die kreuchen oder Wallen oder wie Wallen oder so kreuchen, oder, die ist ja doch alles. Diese also, Sätze sind jugendfrei. Diese Sätze kenn ich. Ja, sie nicht, sind aber jugendfrei, sie haben... aber du hast sie auch schon, wie wir beide um die 20 waren, hast die schon immer benutzt. Sie haben, Franz, sie haben immer gewirkt. Eben. Ja. Und darum darfst du sie nicht sagen, denn die Frau Lotte, die gehört zum Tommy. Was? Was sagst du da? Die gehört zum Tommy? Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist seine doch große Liebe. Entschuldige, Tommy ist doch noch eher klein, der hat doch noch gar kein Recht. Das ist wirklich, ist es wirklich ja. wahr? Ja, 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 ja. Na, ich meine, du machst ein bisschen einen schockierten Eindruck, aber ich das wäre ganz recht. Dann heizt vielleicht wenigstens eine Zeit lang den Mund. Okay. Also, lass mir ihm die Freude. Das ist aber ein Schock für mich. Ich bin, Franz, kannst du dich noch erinnern, wie wir beide zusammen über die Frau Süßner gestritten haben, die süße Süßner. Da waren wir ungefähr in dem Alter von Tommy. Bei Vollmond bist du mit ihr spazieren gegangen und ich habe geweint. Ja, aber nicht lang. Denn dann bist plötzlich du gekommen, hast deine Tour da abgezogen mit Zitronenfalter und Admiral und die Herbstnebel und so weiter. Und dann ist mit dir mitgegangen und dann habe ich geweint. Ach, schön, was. Ich meine, wie wir beide zusammen geweint haben. Inzwischen habe ich ja etliche raue Herbste in meinem Kämmerlein gehabt. Aber ich weiß nicht, ich muss irgendwie den Text vergessen haben, der damals so gewirkt hat. Irgendwie ist alles anders. Ja, ja, das kann ich dir schon erklären. Weißt du, Guido, der Text ist noch der gleiche. Aber wir haben uns verändert. Wir sind nicht mehr 20. Und außerdem, du hast doch eh die Gretel. Gretel ist eh wahr. Ich bin ein Scheißer. Du, wenn ich in der Nacht aufwache und ich drehe mich um, sage ich immer zu mir, Guido, du bist ein Scheißer. Die Gretel ist doch so ein liebes Putzi, die Gretel. Wirklich. Naja, Tommy soll seine Freude haben. Ja. Es dreht sie ihm ab. Man behält ja eine gewisse Gefährlichkeit sein Leben lang, aber man soll diese Gefährlichkeit nicht einsetzen. Ja, ne? Da bin ich dir sehr dankbar dafür. Der Franz, du bist doch kein Depp. Um Gott. Nimmst du mich wirklich ernst? Guido, dir traue ich immer alles zu. Dankeschön. Also für diesen Satz, danke herzlichst, lasse ich dich jetzt beim Schach 37 bis 41 Mal gewinnen. Das wäre nett, wenn du mich so lang gewinnen lässt. Du, komme ich mal vor wie die beiden alten Burgschauspieler, die da im Frühling auf dem Bankerl gesessen sind. Ja. Und es war so ein Wind geweht, ein hübsches Mädel ist vorbeigegangen, das Rockerl hat geweht, hat der eine zum anderen gesagt, ja. 70 müsste man noch einmal sein. So geht's uns jetzt auch schon. 70 müssen wir. Also das könnte sie sein. Ja. Wer? Ja, eigentlich müsste sie sogar sein. Wer? Bitte entschuldigt, ich habe unten an der Tür einen Zettel angebracht, wo drauf steht, einen Stock höher, weil ja niemand zu Hause ist. Ne? Na, und wer ist die das lesen soll? Ja. Kenn ich sie? Das hoffe ich nicht. Wieso hoffst du? Oma, bitte sei mir nicht böse, dass ich mein Privatleben hier in deine Wohnung verlege. Wieso ich? Deine Mutter müsste eigentlich böse sein, gell? Ah ja, das fällt mir jetzt erst auf. Bitte sind Sie nicht böse, bitte, er ist so lieb. Herein. Entschuldigen Sie, dass ich einfach hier so hereinplatze. Ja? Also,
Ich bin die Verena. Servus, ich freue mich, dass du endlich da bist. Sie ist die Verena. Ja, das hat sie gerade gesagt. Guten Tag. Und wir sind die Familie Lafitte. Na, ich kenne sie aus Erzählungen vom Tommy schon sehr lang. Aber ja. Ja, sie sind die Oma vom Tommy. Genau. Na, sie sind die Frau Mama. Ja. Sie sind der Papa. Aber richtig. Du, da fehlt ja noch. Da fehlt noch dein Opa und der Onkel Guido. Und was so genau erzählst du von uns? Das ist ja toll. Na, und da sind sie schon. Das ist der Herr Sektionschef Lafitte. Ne? Und das ist der Onkel Guido. Nein, das ist wie bekannt ich bin. Das und das ist die Verena, eine Bekannte von Tommy. Ja, grüß Gott. Gott. Der Tommy bestand darauf, dass ich mich hier bei Ihnen allen selbst vorstelle. Also, Sie dürfen mich bitte nicht für aufdringlich halten. Nein, aber keineswegs. Sag einmal, Tommy, kommt noch wer oder bist du jetzt mit deinen Überraschungen fertig? Finito. Ja. Jetzt darf ich Ihnen jemanden vorstellen, das ist Frau Lotte. Mehr kann ich leider nicht sagen, entschuldigen Sie. Das ist auch nicht nötig. Ich kenne die Verena. Ja? Lotte, hör zu, gehst du mit ins Konzert? Du, ich glaube nicht. Mir ist halt mehr nach Bett. Aber bitte, Tommy, verschlepp sie mir nicht in eine Disco, sie muss morgen früh raus, ja? Ja, ich habe aber eigentlich gemeint... Kinder, stopp da rein, die habe ich nicht gern. Bitte, Fakten. Ich frage jetzt, wer ist jetzt von beiden Tommys große Liebe? Aber Guido, diese indiskrete Frage. Beide. Was? Beide? Tommy. Ja. Verena wäre meine große Liebe. Das gebe ich zu. Aber vorläufig will sie noch nichts davon wissen. Aber ich gebe nicht auf. Und inzwischen, in der Zwischenzeit tröste ich mich halt mit der Lilly, nicht mit der Lotte. Tröste ist doch ganz klar, oder? Wer ist jetzt die Lilly? Ja, Lilly. Gut gemacht. Natürlich ist alles klar, völlig klar. Aber ich bin deppert, ich verstehe es nicht. Wie, also wie geht das? Na, das geht. Ich bin nämlich Verenas Mutter. Na, ja. Ja, jetzt muss ich mich verabschieden. Ja. Ja, ich bin sehr froh, dass ich Sie alle kennengelernt habe. Und wir auch. Sie sind 13. Ja, aber bitte, die Freude ist ganz unsererseits. Ich hoffe, dass wir Sie öfters sehen werden. Ja, das hoffe ich auch und selbstverständlich mit Verena. Ja, bitte, ich komme gern. Aber wenn Sie mir bitte nur versprechen, mich nicht als Tommys Braut zu behandeln. Nein, das werden wir versprechen. Ja, damit will ich mir nämlich noch Zeit lassen. Und wenn er sich nicht in einigen Punkten ändert, dann wird daraus auch nichts werden. Ach, aber das darf bitte eine Sache zwischen dem Tommy und mir allein bleiben. Auch die Lotte, ich nenne die Mama so gern beim Vornamen, weil er so gut zu ihr passt, die hat versprochen, sich nicht einzumischen. Es gibt nämlich, glaube ich, auch so etwas wie eine Art Freundschaft. Mit dem Wort Liebe, da sollte man sehr vorsichtig sein. Sie sind sehr vernünftig, obwohl sie so jung sind. Wiedersehen. Also, auf Wiedersehen. Auf bald. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Christian. Auf Wiedersehen. Lieb, bis nun ein bisschen streng ist. Gell? Gib zu, das glaubt ich aber kleines Ödipusser. Ödipusser? Aber Baby, deine Mutter hat doch endlich geglaubt, sie wird nicht an eine reife Frau los, jetzt ist wieder nichts. So schnell werdet ihr mich nicht los. Aha. Aber die Verena, die wäre schon. So. Ja. Ich halte die Daumen, Familie. Nicht eines Tages, ich bin stur und ausdauernd. Ja, gut. Baba. Ja, servus. Baba. Baba. Na? Ich bin ganz durcheinander. Da haben wir uns ganz schön blamiert, nicht wahr? Wir hätten doch also wirklich geglaubt, dass man als erwachsener Mensch noch so reinfallen kann. Ja, und mein Feinstes ist, dass du reingefallen bist. Ja, danke. Ja. Und ich habe mir die ganze Zeit den Kopf zerbrochen. Wie bringe ich das dem Ernst bei, dass der Tommy mit einer, also, dass er eine, also meine, eine reifere aha. Frau hat. Ja, siehst du, Elfi und dein armer Ernst, der hat das gleiche Problem gehabt, nur umgekehrt. Der hat wiederum nicht gewusst, wie bringe ich meiner Elfi bei, dass der Tommy eine, sozusagen mit einer reiferen Frau hat. Nein. Doch. Ja. Was du? Na, das ist der. Ja, ja. Der hat das gewusst. Na, gewusst. Na ja, also für dieselbe Situation, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Kinder, das ist traurig. Ja, aber gut, das ist doch alles geklärt. Na, es ist ja furchtbar traurig. Ja, was denn? Mir gefallen es nämlich alle zwei. Ja. Sehr gut. Das hast mit Tommy gemeinsam, dem gefallen auch alle zwei.
Na ja, na, Hauptsache, sie müssen ja dem Guido müssen sie ja nicht gefallen, nicht wahr? Dem, das heißt. Ja, so sind Sie die Frau Sokol? Was wollen Sie bei uns? Wir haben doch keine kleinen Kinder hier. Oh, Sie sind nämlich ins schwarze Buch eingetragen. So? Ja, wegen öfteren Vorlautsein. Der Novak. Ja. Also, Sie, mich werden Sie nicht pflanzen, sonst nehme ich Ihr Ketten und hau ihn so durch. Na, Franz, wo bleibst du denn so lange? Ah, den haben Sie ja. Ja, aber den Fetzen fast erstessen. Ich bin der heilige Nikolaus und komme gern in jedes Haus. Gut so? Ja. Den Äpfelnüsse-Mandelkern essen alle Kinder gern. Ja. Ist aber ein Glück, dass das Gedicht nicht länger ist, der hätte sich das doch nie gemerkt. Ne? Schön, nicht, aber will ich mir schon seit vorgestern. Ne? Seit vorgestern? Ein genialer Hund. Ah, sonst Frau Sokol. Ja. Sind die Herrschaften zu Hause? Ja, zu Hause sind schon. Weil lang heute sind die Böse nämlich nicht mehr. Ich sag's wieder. Der Franz hat nämlich ein paar kleine Geschenke. Ja. Glaubst du, fürchten Sie die vor mir? Ja? Probieren Sie es halt. Also anmelden tue ich sie nicht. Gängen Sie. Ah, geh du zuerst. Nein, zuerst geht der Campus und dann, wenn sie alle fürchten, dann kommt der Nick. Jo, jetzt. Aha, echt was? Soll ich anklopfen? Bist deppert, du musst mit der Keden draufschlagen. Mit der Keden? Alles ja, gut. Alles ja, gut. Campus und der Keden. Ich hab die Sokol schon wieder was gefallen. Nein, ah, was? Gar nicht ignorieren. Also, aber geh, das scheint ja wirklich was passiert zu sein. Das klingt aber mehr nach Frankenstein. Ja, das ja, ja, ist ja so eigenartig. Ja, was ist Der Franz. Das ist nieder. Das soll der heilige Nikolaus sein und der andere, der, und in Wirklichkeit, das sind die Gebrüder Novak. Äpfelnüsse, Mandelkern, essen alle Kinder gern. Entschuldigung, ich hab kleiner Kostümleihanstalt gesagt, der Kittel ist einfach zu lang. Verzeiht, wir haben sie erlaubt, anlässlich des Festes. Ein paar kleine Geschenke. Ja, so was nicht so. Ich sehe nichts aus Glas dabei. So bitte, Äpfelnüsse, Mandelkern, essen alle Kinder gern. Äpfelnüsse, Mandelkern, essen alle Kinder gern. Äpfelnüsse, Mandelkern, essen alle Kinder gern. Also meine lieben Gebrüder Novak, wir danken herzlich für diese reizende Überraschung. Und jetzt bitte ich doch die Herren, sich freundlich in die Küche zu begeben. Es wird also der Frau Sokol ein Vergnügen sein, ja, sie etwas zu stärken. Einen ganz starken Mokka. Oh, ja, ja, das ist ja gut. Ja. Jetzt schon Ausnüchterung. Wir haben doch erst Mittag angefangen. Ja, ja, aber die Herren wollen ja wahrscheinlich noch andere Kinder erfreuen. Ja. Bitte schön, ja, also dass der Krampus so ein Odem hat, das geht ja. Aber der heilige Nikolaus, da lernen die Kinder was. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Da scheint auch ein Zwiebelgulasch dabei gewesen. Ich glaube, sie ist eigentlich. Nein, die zwei sind doch wirklich nicht mit Gold. Na, mit deinem Krampus. Ich habe mich erinnert, wie das war. Ich, Kinder, als Kind, der Franz hat nie Angst gehabt. Was? Nein, der Krampus kommt nicht. Aber ich habe mich verkrochen. Ja. Einmal kannst du dich erinnern, in der Tür, da habe ich mir einen Finger einzwickt. Den Daumen. So. Oh Gott. Seit ich ist der Daumen so. Ja, aber wie? Und der Franz, mutig, hat gesagt. Ja. Du, übrigens kennst du das schon. Was ist das? Wir haben was doch, hast denn da habt ihr, ihr habt alle gar nicht darauf geachtet, 180. Geburtstag Johann Nestroy. Nein. Ist jetzt am 7. Dezember. Okay. Und da ist herausgekommen, so ein kleines Nestroy-Brevier. Ja? Das ist so ein nettes Mitbringsel, das kann man zu Weihnachten irgendwem mitbringen. Nicht wahr? Ist also ganz sind auch ein paar hübsche Bilder. Ein und Geschenk, und ja. Hätte ich der Nestroy nicht gedacht, dass man so viel einmal für ihn tut. Ja, ja. Der kluge Mann der Gegenwart sagt, was hat die Nachwelt für mich getan? Nichts, das Nämliche tue ich für sie. Nachwelt. Ich sage euch vor, ich bin der Gust, dass er mal eine Nestroy-Gesellschaft geben würde. Du, ich finde, nicht mir hat ja das so gefallen, dass der Nestroy ja eigentlich immer gesagt hat, er schreibt damit, dass die Leute ihr Vergnügen haben. Heute ist ja das verpönt. Ja. Heute wird ja gelegentlich dann gesagt, so als ob das irgendeine eine Schande wäre, dass man das Publikum unterhält.
Naja, aber Nestor wird schon viel gespielt. Es ist so gut, dass ihm nicht einmal die wissenschaftliche Zerlegung ja, das ist. Das ist der Stadtälteste, nicht der Nestor. Das könntest du ja in deiner Buchhandlung. Kennst du auch aber so. Aber das hat er doch schon.